Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im, was ist denn da los, im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine, Hearts of Stone, was auch immer, alles zusammen. Wir sind gerade dabei, so nach der Hauptstory noch ein bisschen Fragezeichen und ähnliches abzuarbeiten und haben hier die schwarze Witwe für die Schatztruhe im Schiffswrack. Ich habe gerade schon den ersten Turn da nach unten gemacht, das hat nicht so gut funktioniert, das werden wir nochmal einen zweiten ansetzen. Irgendwo hier in diesem Wrack wird somit also etwas Schönes versteckt sein für uns. Das sieht doch auch schon gut aus da hinten. Sehe ich doch eine rote Kiste. Rote Kisten sehen immer vielversprechend aus. Jo, da haben wir es. Bisschen Schmuck, einiges an Schmuck. Hier haben wir noch eine Hose. Ich will noch nicht gehen. Hier ist auch noch was. Das nehme ich auch noch mit. Und dann mache ich mich auf, weil ich bin irgendwie zu blöd, die Ertrunkenen hier zu töten. Das klappt einfach nicht. Ich finde die nicht. Ich finde sie einfach nicht. So, nichts wie ans Ufer zurück hier. Ich sag, was ist das hier für ein Ding? Ich sehe auf jeden Fall schwebende Vögel. Und dann lösen sie sich auf. Okay. Ist gut, ist gut. So, jetzt machen wir uns auf erstmal zu dieser Nebenquest, die ich noch vergessen habe. Und zwar ist das Pferdephantome. Wir finden sie nordöstlich des Wegweisers Kreuzung bei Dünntünn. Nah am Ufer. Darauf aufmerksam gemacht hat mich der gute Zera. Vielen Dank und Grüße gehen raus an dieser Stelle an dich. Wir werden da jetzt, danke deinem Hinweis, entsprechend uns nochmal um diesen Quest kümmern. Den wollen wir uns ja nicht entgehen lassen. Jetzt muss ich nur gerade mal die Kreuzung bei Dünntünn finden. Dann natürlich wieder so eine Sache. Mühle des Grafen. Dünntünn war doch diese Weingutgeschichte, oder nicht? Da ist das Fuchstal. Kann ich noch weiter? Ja, noch weiter, noch weiter, noch weiter. So läuft doch. Kreuzung bei Dünntünn. So, und dann, wo war das dann? Nordöstlich des Wegweisers. Also in diese Richtung, relativ nah am Ufer. Nah am Ufer. Das wird wahrscheinlich dieses Fragezeichen hier sein. Wir schauen uns das an. Also, wir werden jetzt erstmal hier hin müssen. Ich mach mal hier mir so eine Marker und dann oh, können wir ja eigentlich fast hin. Okay, wir werden uns dahin arbeiten, aber werden auf dem Weg dieses und diese Fragezeichen eben fix mitnehmen, weil wir eh auf dem Weg sind. Dann haben wir das gleich hinter uns, ne? Lohnt sich jetzt, das gleich mitzumachen. Aber ihr seht, ich bin dabei. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Kann nicht schief gehen. So, los geht's. Dann eben fix einmal dahin. Plötze, ich könnte dich gebrauchen. Ich möchte nicht so viel reiten, du. Laufen. Ich will reiten. Los geht's. So. New. Haben da ja doch noch ein bisschen was zu machen. Also ich bin mal gespannt, wie lange das noch so wird, bis man dann auch alle Fragezeichen und so abgeschlossen hat. Also das Spiel ist halt dann doch. Oh, ist das nicht hübsch hier, du. Eieiei, so viele Blumen. Es ist halt dann doch verdammt groß. Und es gibt halt doch verdammt viel zu tun. Hilda, pass doch auf. Sorry. Hallo. Monster sind dein Steckenpferd. Frauen meins. Bewachter Schatz. Wo ist denn hier ein Schatz bewacht? Der muss irgendwo unten drunter sein. Wie komme ich denn da hin? Das ist die Frage. Moin. Nicht stehen bleiben. Ja, muss ich ja. Ich suche einen Eingang oder ähnliches in die Kanalisation. Vielleicht ist hier unten was. Irgendwo muss es irgendwo reingehen. Meistens ist es ja nicht weit entfernt. Wie kommen wir da rein? Und wo geht es da rein? Hier, Kätzchen, Kätzchen, du hast das Biest erledigt? Was haben wir davon? Nicht schlecht. Das war's auch schon. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Nachsiehst du ordentlich Aufträge an Land? Jo, geht. Ich bin gerade am Suchen nach einem Keller oder sowas. Habt ihr hier einen Keller? Hier nicht. Hier gibt's nur Blumen. Jede Menge Blumen, aber keinen Keller. Eigentlich müsste es hier irgendwo einen Keller geben oder ein Häuschen, wo es nach unten geht. Vielleicht dieses kleine hier? Abgeschlossen? Nee. Hier haben wir nur eine Katze, die rumfaucht. Ja, ist gut, Katze. Autsch! Hier geht's auch nicht rein. Uup, wie sieht das denn? Wir hängen fest an diese ganze Büsche hier. Wie sieht's denn da aus? Das oh, das ist. Ja, gut. Das wollte ich zwar nicht, aber ist auch cool. Ne? Bisschen Assassin's Creed mal hier raushängen lassen, ne? Muss auch mal sein. Hier geht's nicht rein. Nee, also hier man wird das. Erzählt viel über dich, Hexer. Und hallo man da flüstert drüben. Noch mehr. Komm doch mal her. Geschlossen. Schlüssel benötigt. Das könnte es sein, dass man dann darüber nach unten kommt und dann da unten was findet. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde das mal auf meiner Liste zurücksetzen. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Ja doch, ich suche ja.
Irgendwo muss es hier was zu sehen geben. Immerhin ist da ein Fragezeichen, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Gibt es irgendwie eine... Ich guck mal auf der Karte, ob es eine Höhle oder sowas in der Nähe gibt. Nee, gar nichts. Also das lassen wir mal auf der Liste. Da werde ich mal schauen, wie man denn da hinkommt. Hier bewacht ein besonders mächtiges Monster einen wertvollen Schatz. Aber wo und wie? Wie komme ich da hin? Ja gut, okay. Dann machen wir weiter. Gehen wir in diese Richtung. Das andere werde ich mir mal ergoogeln. Irgendwo wird es da wahrscheinlich einen Eingang geben, aber ich will jetzt hier nicht 5 Stunden rumlaufen und den Eingang suchen. Das war euch auch nicht so spannend. Das muss ja nicht sein. Alles aufgepasst! Der Hexenmann kommt! Der Hexenmann? Ja, ich bin eigentlich der Hexherr, aber Hexenmann ist auch okay. Nenn mich, wie du magst, so. Ich laufe hier durch die Gegend und suche. Rein in den Wald. Was hier in den Wäldern auffällt, im Gegensatz zum Hauptspiel, der Wind dreht nicht mehr so doll ab. Im Hauptspiel war das ja so, wenn man da in die Wälder geht, die Wälder sehen echt schön aus, also auch wirklich wie so ein Wald halt auszusehen hat, sehr waldig und natürlich. Aber da war immer ein Wind, da war ja immer Action. Monsterlager. Ich kümmere mich erstmal um das, was da oben rumkreucht und fleucht. Kikimora. Au, 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 au. Ich sehe nix, kann nix sehen. Oh, Geralt, so geht das nicht. Also stumpfes Draufhauen ist einfach nicht mehr das Mittel der Wahl. Ist einfach nicht mehr das Mittel der Wahl. So, noch jemand? Kommt da noch was? Ja, da kommt noch einer. Ja, komm. Hättest du wohl gerne, ne? Au! Daneben geseiert. Schlecht gelaufen. Kikimora. So. Hat euch trotzdem nicht geholfen. Habt ihr nun davon. So, dann gehen wir mal da runter. Da habe ich wenigstens den Eingang gefunden. Der ist ja mehr als offensichtlich. Kann ich noch springen? Oh, ne, da geht wohl. Okay. Da kann ich Zeit zu sterben. Das war die erste. Da kommen aber, glaube ich, noch mehr. Ja, komm her. Ja, komm her. Ey, ich bin ausgewichen. Aber offensichtlich nicht gut genug. Bums, bums, bums. Den wemsen wir einfach einen drauf. Okay. Neue Markierung, Monsternest. Wo ist es denn? Oh, da ist noch jemand Totes. Rups. Ah, ah, das lassen wir mal schön. So, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Ah, wir haben das Nest gefunden. War's das? Das scheint es gewesen zu sein. Kikimora Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Mache ich das mit Igni? Sieht danach aus, oder? Nee. Einfach eine Bombe reinschmeißen. Alles klar. Oh. Das war das. Dann lag hier noch einer rum. Eid in Schriftform. Mal gucken, was er denn für ein Eid abgelegt hat. Ich, Aubin Rodier, im Wappen die Lerche, schwöre hiermit feierlich, die Bestien in den Höhlen des Marsenswalds mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben. Ja, ist wohl das Letztere geworden. Bei meiner Ehre, ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keinen Tricksereien bedienen, sondern tapfer und mit offenem Visier kämpfen. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. So, hier ist nämlich das Ding. Brief, der das 5. Opfer enthüllt. Okay, das hatten wir ja. Und nun zu unserer Herzogin. Anna Henrietta kennt kein Mitgefühl. Ihr Herz ist kalt, da wirst du ihr den Eisbrocken aus der Brust reißen. Doch brich ihr zuerst das Genick, schnell und effektiv. Wenn das erledigt ist, ist Rena frei. Tagebuch. Sianna hat mir heute eine Karte geschenkt. Okay, das haben wir ja schon gelesen gehabt. Das war die Quest. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nein, das geht hier aber offensichtlich noch weiter.
Das könnte uns vielleicht dahin führen, wo wir gerade hin wollten. Ja, oder auch nicht. Es führt so oder so auf jeden Fall nach draußen. Oh, komm Geralt, du kannst das schaffen. Und Nu, wie geht das Nu hier weiter? Ah, hier lang und dann... Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ah, da hoch, okay. Oh, oh, ganz vorsichtig. Also hier wieder rauszuschimmeln ist aber schon ein bisschen eklig, du. So, jetzt komm hier. Komm, Geralt. Oh. Du stellst dich aber auch an, du. Oh, nicht wieder runterfallen. Oh. Ich komm hier nicht raus, so. Läuft wie so ein Bescheuerter, ey. Was soll ich hier machen? So, pass auf, Geralt. Und jetzt mit ein bisschen Abstand, nicht zu nah ran. Genau, ziehen wir uns hier hoch. Nein, 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 was tust du? Hör auf zu rutschen. So, und dann da hoch. Und jetzt haben wir es geschafft. Heieiei, das war aber... War aber jetzt eine Geburt, ne? Muss ich mal sagen. Heide Witzka. Goodie. Damit wäre dieses Fragezeichen erledigt. Da ist gleich das nächste, was auf uns wartet. Schauen wir mal, was da los ist. Lalala. Hier sind wir schon mal einen Ritter am Rumreiten. Hügel von Duntünn. Ja, das ist doch schon mal gut. Monsterbefall auf Weingütern. Das ist nicht gut. Kikimora. Na, wie lange soll ich noch warten? Oh, komm her. Ist wieder Innes ausgewichen. Das ist nicht schlau. Also, wenn ihr das seht, macht das bitte nicht nach. Es ist nicht schlau, in den Gegner hinein auszuweichen. Das macht man nicht, ja. Aber sie gehen hier ganz gemütlich weiter ihrer Arbeit nach. Aber man sieht so um das Nest herum die ganzen Weinreben alle so leicht widerlich eklig. Den Wein möchte ich wirklich nicht trinken. So, damit wäre das auch erledigt. Weiter geht's. Was haben wir noch? Oh, das war's eigentlich schon, glaube ich. Ne? Dann kommt hier schon die Kreuzung bei Duntünn. Ah, ne, hier ist noch eins. Das nehmen wir auch noch mit. Das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein Monsternest sein. Jo, fahren wir da mal eben schnell hin. Was bei euch hier los? Macht ihr einen gemütlichen? Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Ja, stimmt, da sagst du was. Meine auch. Alles muss man Gute. Ein Stückchen Kaffee trinken, ne? Hm. Ja, langsam inzwischen schon kalt. Wird Zeit für eine neue Tasse. Hahn, wann kriegst du denn mal wieder? Ich brauch einen Break. Brauch Kaffee. Na gut, okay. Ne, schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Alles kein Problem. So, noch 80 Schritt. Ah, das sieht wieder eindeutig nach Monsterbefall aus. Bin mir ziemlich sicher. Monsterbefall auf Weingütern. Ja, 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 ja. Oh, habt ihr euch aber ein muckeliges Nest gesucht, muss man ja sagen, ne? Oh, oh, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Kikimora Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Machen wir. Ups. Habe ich noch Bomben? Noch habe ich welche. Läuft noch. Zack, rein damit. Was ist hier los? Du siehst nicht so glücklich aus. Ich glaube, die Kikimoras mochten dich als Nachbarn halt einfach so nicht. Die waren nicht so begeistert. Okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir noch? Jetzt geht's, glaube ich, aber wirklich los zur Kreuzung. Machen wir uns auf zur Kreuzung, dann nehmen wir dann auch mal Plätze, weil das ist ja doch ein bisschen weit. Oh, komm mal ran, du. So, los, lauf! Ob wir da durch diese Bäume durchkommen? Oh, sieht ganz gut aus. Ich sag euch, das kann auf YouTube nur großartig aussehen. So viele kleine Fisselkram-Sachen. Das läuft bei denen nicht. Hügel von Duntünn. So, nein, Vorsicht. Wir gehen mal hier lang. Oh, 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 Eingang. Eingang zu was? Aufträge von Winzern, ah. Komm her, bitte. Gibt es euch doch noch? Ich dachte, wir wären schon durch damit. Arbeiter, wo ist denn der Winzer? Arbeiter, Hundi. Schreiber, Arbeiter, Weinhändler. Müsste eigentlich er sein hier, ne? Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen. Bevor sie eitert. Mm. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen.
Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Wenn du das meinst. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein. Ja. Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin dir nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Würdest du sie dir ansehen? Ja, selbstverständlich. Wir müssen aber mal ein bisschen über meinen Preis sehen. Ja. Ich könnte mir die Sache mal ansehen. Aber nicht kostenlos. Versuchen wir mal 180. Ein gerechtes Angebot. Oh, das hat geklappt. Wahnsinn. Mal sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Vertrau mir. So quacksalberig bin ich nämlich gar nicht. Ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Wunden. Ich habe einige davon getragen, weißt du? Ist so. So. Töte alle Monster, die in der Höhle lauern. Das ist etwas, das klingt erstmal gar nicht so kompliziert. Hängt natürlich jetzt aber von der Art der Monster ab. Moin. Na, was ist hier los so? Oh, oh, was seid ihr denn? Was ist das denn? Kikimoren? Oh nein, es sind hier... Ja, komm schon. Na, einmal noch. Jetzt bleibst du da. Riesentausendfüßler. Was haben wir denn hier noch? Da ist irgendwas was am Laufen. Was da wohl passiert ist. Blutverschmiertes Tagebuch. Mal wieder ein bisschen was zu lesen. Okay, der heilige Majoran muss mir heute wohlgesonnen sein, oder es waren einfach glückliche Umstände. Ich habe eine Höhle gefunden, die sich bestens als Weinkeller eignet. Wir haben in der letzten Saison so viel wunderbaren Wein gemacht, aber allmählich geht uns der Lagerplatz aus. Ich hätte mir ein paar Arbeiter holen können, um meinen Keller auszuheben, aber dann müsste ich vorerst weniger Wein abfüllen und das will ich auf keinen Fall. Außerdem kann es kein Keller der Welt mit einer Kalksteinhöhle aufnehmen. Ich habe die ideale Höhle gefunden. Sie ist groß und nicht zu feucht. Ich bin rein zufällig darauf gestoßen, als ich in den Felsen spazieren war. Ich bin mit dem Fuß in einer Felsspalte getreten und als ich ihn schließlich wieder frei bekam, fielen einige Steine hinein. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vernahm, wie sie auf dem Boden aufschlugen. Danach habe ich den ganzen Abhang abgesucht, bis ich tatsächlich einen Zugang fand. Morgen werden wir anfangen, die Höhle in ein Weindepot zu verwandeln und die Fässer dorthin zu schaffen. Späterer Eintrag, bestehend aus hastig geschriebenen Worten. Monster in der Höhle, Riesentausendfüßler, Männer nur knapp entkommen. Wir versuchen, nochmal hineinzugehen und zu retten, was wir können. Muss alle Zugänge blockieren. Hoffentlich verirrt sich kein anderer jemals in diese verfluchte Höhle. Ja, doch. Aber es ist halt ein Experte, der jetzt hier rumläuft. Ne? Wir kriegen das hin. Oh, ein bisschen was haben wir ja schon eingelagert gehabt hier offensichtlich. So. Ich nehme und loote natürlich wieder fleißig alles, was ich finde. Wie sich das für einen guten Kleptoman gehört. Was haben wir denn hier noch? Jo. Von wo kam ich denn jetzt eigentlich? Nicht von hier offensichtlich. Oh, oh, oh. So Leute, dann mal los so. Oh, der bleibt stehen. Au, hör auf mich anzugriffen hier. Au, au. Okay. Looten, looten, gucken. Ich sehe hier ein paar Kerzen. Also irgendjemand hat hier mal Kerzen angezündet. Was ist das? Also können wir eine Fackel anzünden. Oh, mach doch mal Geralt. Komm, ein bisschen Licht kann man immer gut gebrauchen. Aktuell habe ich keine Katze ausgerüstet. Bin zu faul, jetzt ins Inventar zu gehen. Da ist noch was. Noch ein bisschen Wein. Kann man immer gebrauchen. Guck, ich mach ihn sogar liebevoll hier die Fackeln an. Ne? Das ist... Nett ist das von mir. Kümmere mich hier direkt um meine Kundschaft. Oh, da hinten komme ich nicht hin. Das ist mir zu weit weg. Mal gucken, was ist hier noch so los. Hier ist nichts weiter. Also nichts mehr zu looten. Und dann können wir uns wieder aus der Höhle hinaus begeben. Und ihm sagen, läuft jetzt. Okay. Gut, die gute Nachricht kriegt der nächste Part. Ist okay. Ist gut, Hans. Ist gut. Guti. Ihr habt den Hahn gehört, wir machen hier kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt uns soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten geht es dann im nächsten Part weiter. Ich denke, dann werden wir den Phantom-Quest von Plötze da endlich mal starten. Und weil es, glaube ich, auch kein Fragezeichen mehr da. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.